Welche Möglichkeiten nutzt der Satiriker, um solche verdeckte Kritik anzubringen, die für jedermann vielleicht nicht sofort wahrnehmbar ist, die sozusagen unterschwellig wirkt? Es ist so, es gibt ja die These, dass je restriktiver das System ist, desto subtiler muss eigentlich der Satiriker sein. Das heißt also, weil das Publikum mehr geschult ist, wie es in der DDR auch war und heute noch lustigerweise ist, wenn Sie heute in Leipzig auftreten und in Dresden, merken Sie, dieses Publikum ist extrem geschult auf Zwischentöne und die hören dann auch auf Zwischentöne, wo es gar keine gibt. Aber aus politischen Notwendigkeiten sind die bis 89 spätestens geschult gewesen, weil man ja gewisse Dinge nicht direkt sagen konnte. Damals. Also gibt es die These, der ich übrigens auch anhänge, dass wenn die Fallhöhe des Satirikers nicht so hoch ist, ist er auch nicht zu einer hohen Subtilität gezwungen. Grosso modo, das heißt jetzt nicht, dass das nicht passiert, aber rein von den Grundvoraussetzungen kann man zynisch sagen, ein menschenverachtendes System macht die bessere Satire. Und deswegen sind wir eigentlich gefordert, weil in Wirklichkeit die Transportmittel, die wir haben im Sinne von Ironie, und Ironie heißt ja nichts anderes als Heuchelei, nur diese Heuchelei funktioniert nur dann, wenn das Publikum die Wahrheit kennt. Das heißt, wenn diese Spanne zwischen dem tatsächlich stattfinden und dem Gesagten, das heißt, das ist eine Spanne, die wozu wir in Österreich ein großes Talent haben, nämlich das nicht zu sagen, was man meinen. Und daher ist es auch ein wahnsinnig guter Boden für Ironie. Hier in den protestantischen Gebieten Deutschlands versteht man das gar nicht. Weil hier wird eigentlich das Gesprochene auch als das Gemeinte aufgefasst. Und das schafft ziemliche kulturelle Probleme. Wie wir wissen. Und deswegen ist es immer die Möglichkeit, das Spiel mit der Ironie jetzt im weitesten Sinne oder mit dem Sarkasmus, was eine Steigerungsform dessen ist, oder dem Zynismus, da versteckte oder sagen wir über die Bande Geschichten zu machen. Die plumpeste Form ist der Spott. Das heißt, wo alle genau wissen, wer ist gemein, gegen wen richtet sich das und wer ist schuld und wer fühlt sich dann besser. Wobei ich sagen muss, dass niemand von den Satirikern, inklusive mir natürlich, davor gefeit ist. Das heißt, also, das ist jetzt sich über was erheben, sondern das ist so wie etwas, das wir mit uns tragen, wahrscheinlich so wie die Darmflora. Kannst du uns vielleicht anhand von Beispielen aus deiner Erfahrung belegen, wie Comic in Deutschland, in der Schweiz anders wirkt, beziehungsweise wie du dich darauf einstellst? Ich glaube, man muss schon festhalten, der Satz, die Deutschen haben keinen Humor, stimmt nicht. Sondern es ist halt ein anderer, also ist in der Schweiz ist es lustigerweise so, der Schweizer geht ins Theater lachen. Also, nein, er geht nicht in den Kölner lachen. Also der Schweizer, derselbe Schweizer, den du sagen wir, beim Mittagessen triffst, der wahnsinnig korrekt ist und wahnsinnig und auch ein bisschen schreckhaft auch, was so gewisse Witze betrifft, der geht dann ins Theater und ist enthemmt. Von 8 bis 10. Merkt man auch davon etwas? Ja, ich merke. Oder lacht er nur innerlich? Nein, man merkt das schon. Die haben dann, man sieht, was die Deutschen und die Schweizer vereinen, außer Bayern ist eine Ausnahme, ich sage immer provokant, die Kerner sind ja unser 10. Bundesland und das finden die Bayern auch wahnsinnig witzig. Aber wenn man diesen bayerischen Raum und ein bisschen Baden-Württemberg ausnimmt, gibt es in dem Rest Deutschlands und auch in der Schweiz eine große Empörung oft über Witze über den Tod zum Beispiel. Also das, was bei uns völlig normal ist, wenn man sagt, man macht über die grauslichsten Sachen einfach
ist, ist Gegenstand der Satire, ist es da oben fast ein bisschen eine seltsame Berührung. Gibt es dann Schweigen oder Buhrufe oder wirst du danach irgendwie... Nein, das sind dann so Kasperl-Theater-Reaktionen wie boah. Was du in Österreich ja nie hast. Ne? Also in Österreich macht nie ein Publikum boah. Da kannst du die größten Schweinereien sagen und wir sind unberührt. Ne? Aber in Deutschland und der Schweiz hörst du dann oft so und das gefällt mir natürlich sehr gut und deswegen... Und deswegen stelle ich mich auch nicht um. Das heißt, es hat keinen Sinn, etwas für Deutschland zu machen, weil du natürlich dann den Sonderstatus verlierst, weil dann bist du genau dasselbe. Also die erste Regel in Deutschland, man muss langsamer sprechen und zweitens, man muss den Dialekt herausnehmen. Ja? Weil sie gewisse Sachen einfach... Wir sind eingehört auf diese Sprache, sie aber nicht, weil sie unseren, unsere Fernsehstationen nicht mehr empfangen können seit 10 Jahren. Das heißt, sie haben... Sie betrachten das eher so ein bisschen als Musik und finden Ausdrücke lustig, verstehen es aber nicht. Und deswegen macht es keinen Sinn, es macht also keinen Sinn, so zu reden, zum Beispiel in Hamburg, obwohl sie es mögen, weil sie haben keine Ahnung, wovon du sprichst. Insofern muss man eine quasi Hochdeutsche mit Wiener, das ist ja auch so eine Geschichte, die mich wahnsinnig ärgert. In Deutschland gibt es die Meinung, es gäbe einen österreichischen Dialekt. Mhm. Ja? Was man nur haben kann, wenn man unmusikalisch ist. Ja? Diese Ansicht. Weil, wenn man einmal in diesem Land war und dann zuerst mal in der Steiermark war und dann in Wien und dann in Kärnten oder in Tirol, weiß man, dass es keinen österreichischen Dialekt gibt. Sondern dass hier wahnsinnig viele Idiome zu Hause sind und die Größe des Landes damit gar nichts zu tun hat. Ja? Und das heißt, die Umstellung heißt langsamer, heißt entdialektisiert und heißt natürlich, sie nicht belasten mit Unnötigkeiten wie österreichischer Innenpolitik. Ne? Weil sie keine Ahnung haben und sie das auch überhaupt nicht interessiert. Zu Recht. Wird auch in Deutschland und in der Schweiz an anderen Stellen gelacht? Es ist in Deutschland lustigerweise viel stärker ausgeprägt über pauschalisierte Dritte zu lachen, der Holländer zum Beispiel, der Österreicher, der Sachse und so. Das haben wir, und ich dachte eigentlich schon, wir sind provinziell, aber diese Provinzialität, die dort herrscht, ist eigentlich nicht zu überbieten. Und weil der Deutsche wahnsinnig gerne, also 90% des Humors, der dort stattfindet, ist eigentlich ein spöttischer Humor, der fälschlicherweise als bissig verstanden wird, also als wirklich kritisch, als wirklich beißend. In Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, man könnte provokant so, dass diese Art des Spotts, wenn man sagt, wir verbünden uns mit dem Publikum, noch einmal, ich bin davor ja nicht gefeit, ja, mache das auch, wir verbünden uns mit dem Publikum und suchen uns einen Dritten, der hier nicht anwesend ist, sondern den wir kritisieren, den wir bespotten und fühlen uns dann besser. Ja, diese Art der Satire ist eigentlich äquivalent zu dem, was auf politischer Ebene Rechtspopulismus heißt. Und das sage ich gern mal in Deutschland und dann ist das boah. Und das freut mich, weil es erwartbar ist. Ne? Und das ist, und das heißt, wir haben... was wirklich diese Geschichte, die bei uns so in den Genen sitzt, was oft als Selbsthass bezeichnet wird, nämlich diese, wir nehmen uns nie aus, sondern wir lachen auch über uns, ist dort ganz schwach ausgeprägt. Und das macht wahrscheinlich aber auch das Erfolgsgeheimnis aus, weil wenn du so von dir überzeugt bist, wirst du wirtschaftlich auch besser sein. Ja, aber das ist ein Unterschied. Oder man lacht auch wahnsinnig gern, zum Beispiel in der Schweiz lacht man gerne über Witze über Geld. Ja? Also bei uns lässt es jeden kalt. Ja? Aber wenn man da mal ein bisschen so über Geiz und Geld und so, da sind die Schweizer super. Da habe ich halt nicht viele, viele Jokes über dieses Thema, weil mich das ja nicht so interessiert. Aber der Schweizer an sich lacht dann, so wie es wieder bei dem Corny-Show, das übrigens nicht nur Gurkel, sondern auch Depper da hast. Deswegen musste ich auch lachen, dass ich einen Preis bekommen habe, wo der
Depp hast. War das auch wieder spürbar, dass der Schweizer grundsätzlich so ein leichtes, schlechtes Gewissen hat? Über das, den, weil ich sage immer, Sie sind mein liebster Schurkenstaat. Und das wissen Sie natürlich, dass Sie schon vom Verbrechen leben. Aber Sie wollen dann doch ein bisschen, und das ist das Protestantische, dann doch ein bisschen auch gut sein. Nicht? Also reich, aber gut. Nicht? Und das gefällt mir als Spannungsfeld. Das ist ein super Spannungsfeld für Satire, finde ich. Als nächstes eben würde ich gerne über die persönlichen Erfahrungen von Ihnen zum Thema Zensur sprechen. Wir haben nämlich im Zuge unserer Recherchen ein ganz interessantes Beispiel gefunden. Im Jahr 2010 entfernte der ORF vorab eine Szene bzw. einen Zuspieler aus ihrer Sendung Dorf aus Donnerstag. Thematisiert wurden darin die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die ja zu der damaligen Zeit in aller Munde waren. Und konkret war dabei ein Bub zu sehen, der vor dem als Bischof verkleideten Roland Thüringer in einer eindeutig zweideutigen Position kniete. Das hat natürlich sehr viel Medienaufmerksamkeit nach sich gezogen. Und daher meine Frage, wie haben Sie diesen Fall von Vorzensur, unter Anführungszeichen einmal, damals empfunden? Ich wusste das nicht. Die Sendung wurde damals voraufgezeichnet, weil wir waren eine Zeit lang live, aber nur 3 Sendungen lang. Und dann hat man sich entschlossen, dass wir wieder zeitversetzt aufzeichnen sollen. Und ich habe die Sendung aufgezeichnet und fuhr nach Deutschland und bekam dann die Nachricht, dass da was rausgeschnitten worden ist, und konnte dann im ORF niemanden erreichen, weil ich ja nicht wusste, was es ist, was das Problem ist. Und konnte auch derer nie habhaft, also der ORF hat das, kann das ja relativ leicht begründen, weil als öffentlich-rechtlicher Sender bist du als Satiriker verpflichtet, die ORF-Gesetze einzuhalten. Das unterschreibst du quasi per Vertrag, und wenn der ORF findet, es werden die ORF-Gesetze nicht eingehalten, dann hat er auch das Recht, per Vertrag das rauszunehmen. Und zwar deswegen, weil wenn geklagt wird, werde nicht ich geklagt, sondern der ORF. Und daher ist die Richtlinie jeder Satire im ORF das ORF-Gesetz. Das natürlich dehnbar ist. Und man muss sagen, bei Dorf aus Donnerstag war es so, 8 Jahre lang ist jedes Buch vor der Sendung in die Rechtsabteilung gegangen. Das ist die Rechtsabteilung, wo die Ersten das Buch gelesen haben. Und haben sehr gelacht. Und haben gesagt, das geht nicht und das geht nicht. Und der entscheidende Punkt, also ich bin ja dann ein kleiner Jurist geworden in diesen 7 Jahren, der Fernstudium. Der entscheidende Punkt bei Satire im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist der Paragraph Herbeiredung eines Verdachts. Heißt das? Das heißt, wenn ich es öffentlich behaupte, weiß ich nicht, Herr Mitterlehner ist ein Lügner zum Beispiel, dann muss ich dann vor Gericht beweisen, dass er lügt. Was nicht möglich ist, weil der Tatbestand der bewussten Vorprägung von Unwahrheiten nicht nachzuweisen ist, weil ich ja nicht sagen kann oder niemals feststellen kann, dass Herr Mitterlehner, also das Beispiel ist Mitterlehner, wer auch immer die Person X, etwas sagt, wieder besseres Wissen bewusst, um etwas zu erreichen. Daher ist dieser Paragraph, oder wenn ich jemanden anschwärze und sage, er ist das und das und das, muss ich vor Gericht die Beweisführung bringen, dass es wirklich so ist. Und das ist nahezu unmöglich. Und deswegen schützt sich der ORF sozusagen gegen diesen Paragraphen, indem man alle Dinge, die irgendwie in diese Richtung kämen, wie zum Beispiel Korruptionsverdacht gegen Grasser damals oder was auch immer, dass man das tunlichst rausnimmt. Das macht die Rechtsabteilung, also die Rechtsabteilung macht es nicht, sondern die Rechtsabteilung macht dann so wie bei einer Schularbeit, zeichnet das an und unterwählt das, und die Redaktion sagt dann, es geht nicht, oder man formuliert es um.
Also man kann ja immer sagen, angeblich. Ne? Aber das ist ein bisschen feig. Ich habe gehört und ich glaube es nicht. Ne? Das geht schon, es ist lustig. Aber grundsätzlich ist es schwierig. Bist du persönlich schon einmal geklagt worden? Nein, ich habe geklagt. Und zwar in die FPÖ damals die Figuren von MA2412 imitiert mit Radiospots. Und das heißt, ich als Herr Weber, also nicht ich, sondern der Herr Weber, imitiert von einem und der Thüringer, also der Breitfuß, haben Wahlwerbung gemacht für die FPÖ. Und so entstand der Eindruck, als hätten wir das gemacht, persönlich, Thüringer und ich. Und das war natürlich klagbar. Lustigerweise mussten wir aber bis zum obersten Gerichtshof gehen. Und rausgekommen ist dann eine Summe, die, sage ich mal, in der Höhe von 20.000 Schilling war, oder 30.000, die dann ins Integrationshaus ging. Und also das war das Einzige, und das ging über Jahre. Und ich persönlich wurde nie geklagt, und zwar deswegen, weil du dich natürlich blamierst. Also da muss man schon so dämlich sein wie Erdogan, wobei das natürlich gar nicht dämlich ist, und da geht es ja um was Gewisses, was da stattfindet. Aber in Wirklichkeit stößt jetzt nicht, was nicht irgendein Politiker her, sondern wenn er gescheit ist, sagt er, das findet er lustig. Wenn man jetzt nach Österreich blickt, da gibt es eben auch verschiedenste Paragraphen, nach denen ein Kabarettist jetzt belangt sein könnte, theoretisch, sei es wegen übler Nachrede oder wegen Beleidigung, Paragraph 115, auch Herabwürdigung religiöser Lehren oder ja, Verhetzung sogar. Ich möchte noch Paragraph 116 vielleicht noch erwähnen, der da vielleicht noch im ersten mit dem deutschen Paragraphen vergleichbar wäre, wo es darum geht, dass es um öffentliche Beleidigung eines verfassungsmäßigen Verteidigungskörpers wie des Nationalrats, also des österreichischen oder des Bundespräsidenten geht. Das ja auch in den Medien immer wieder diskutiert wurde, weil ja Stermann und Grissemann zum Beispiel gern den Nachbundespräsidenten Heinz Fischer karikiert haben und immer wieder und von Amts wegen normal beim Bundespräsidenten sogar eine strafrechtliche Verfolgung funktionieren müsste. Man sieht also, es gibt da in Österreich da ein enges Korsett, in dem sich der Kabarettist bewegen muss in gewisser Weise. Das ist einmal ein gesetzliches Korsett. Meine Frage wäre, wie geht man mit diesem Korsett um, das ja offenbar, wie im Fall Böhmermann, manchmal enger sein kann, als man vielleicht selbst glaubt. Und wie geht man mit so einem Fall wie dem Fall Böhmermann als Kabarettist um? Ich empfinde dieses Korsett nicht als eng, weil ich es erstens mal gar nicht kenne. Also das, was Sie mir da gesagt haben, finde ich sehr interessant. Ich hatte nur den Verdacht, dass es das Gesetz gibt mit dem Bundespräsidenten und auch, dass du nicht auf die Fahne verunglimpfen darfst und auch die Hymne übrigens. Ja. Also diese drei Sachen waren mir so halbwegs bekannt, ohne dass ich es verifiziert habe. Also insofern habe ich das nie als wirkliches Korsett empfunden, weil es ja nie exekutiert wurde oder weil es in meinem Fall nicht exekutiert wurde. Und daher ist es für mich jetzt keine Restriktion gewesen in dem Sinne, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Und unter uns gesagt, auf der Bühne musst du ja sowieso nicht aufpassen, weil auf der Bühne, das interessiert ja niemanden, sondern die potenziellen Kläger sind ja nur interessiert an Dingen, die eine größere Verbreitung erfahren, zum Beispiel TV. Und haben noch nicht ganz verstanden, dass es natürlich eine wesentlich größere Verbreitung mittlerweile gibt. In jüngerer Zeit dieses Medium heißt Internet. Und das wurde noch nicht verstanden. Ne? Aber wurscht. Aber diese Geschichte, also sobald etwas irgendwie Popularität erfährt oder Breitenwirksamkeit erfährt, wird es heikel. Ne? Aber im Grunde genommen habe ich da keine Erfahrung. Insofern kann ich das nicht als Korsett empfinden. Und die zweite Frage ist wesentlich komplexer, weil es gibt diesen berühmten Ausspruch von Tucholsky, nämlich was darf Satire, und der sagt alles, und das halte ich für Blödsinn. Also Satire darf natürlich nicht alles, und weil das würde eine willkürliche Geschichte bedingen, und warum sollte gerade die Satire, weil es würde ja genauso gut heißen, dass ich mir auf die Bühne stellen darf und ein Loblied auf Goebbels singen kann,
und niemand dürfte was dagegen haben. Ja? Oder sagen dürfte, alle Flüchtlinge gern eigentlich vernichtet und meint das jetzt lustig. Ne? Das heißt, der Satire kann nicht alles dürfen, sondern wenn wir von Freiheit reden, und das ist ein Punkt, der immer übersehen wird und der nie diskutiert wird, weil unsere Diskussionen immer reflektorisch ablaufen. Ne? Irgendjemand sagt was, daraufhin findet das jemand nicht in Ordnung und greift sozusagen die Kunst an oder den Journalismus, und dann müssen alle anderen in eine Solidaritätshaft gehen, ja, und müssen die Angreifer wieder daran erinnern, dass es die Freiheit der Kunst gibt und die Freiheit des Journalismus gibt. Und das rennt immer gleich. Ja. Niemand aber erwähnt den Punkt, dass Freiheit ohne Verantwortung gar nicht denkbar ist. Ja. Das heißt, es gibt genauso, wenn ich von meiner Freiheit als Satiriker spreche, muss ich verantwortungsvoll damit umgehen. Das heißt, anders gesagt, wenn ich Mohammed als Hund darstelle, was ich nicht besonders gelungen und nicht besonders gut finde, deswegen aber schon 30 Leute gestorben sind, die nichts damit zu tun hatten, finde ich das einfach nur scheiße. Und im Falle der Solidarisierung oder der Freiheit der Kunst heißt eigentlich, ich als Satiriker bin nur dann wirklich frei, wenn ich diese Geschichte mitdenke, nämlich, soweit es geht, das, was ich mache, welche Missverständnisse kann ich hervorrufen und welche Effekte kann ich damit erzielen, oder es geht ja genauso gut in die falsche Richtung oder in die andere Richtung. Und wenn ich aber es darauf ankommen lasse und sage, ich gehe da hinaus und ich nehme sämtliche Missverständnisse in Kauf und ich nehme sämtliches Konfliktpotenzial in Kauf, dann darf man niemals wehleidig sein. Das ist meine Meinung. Das ist ein bisschen unpopulär, ich weiß es. Das heißt, oder zum Beispiel, wenn Kollegen von mir mal gesagt haben, Jörg Haider sollte man erschießen, ernsthaft, und dann empört worden über die Reaktionen, was das für ein Land ist, dann finde ich das einfach nur feig. Also entweder ich kann das vertreten, was ich sage, auch morgen, oder auch wenn ich wieder nüchtern bin. Ja? Ja? Oder ich muss die Klappe halten, weil das ist nicht Satire, sondern das dazu ist ja wirklich jeder fähig. Ja? Oder jede fähig, um das auszugendern. Dass man sagt, ich speibe wohin, ja? Oder ich rülpse wohin, ich provoziere wohin. Und wenn da was zurückkommt, sage ich, Freiheit der Kunst, Freunde, was ist denn das für ein unliberales Land? So geht es nicht. Und ich weiß natürlich, dass es wahnsinnig unpopulär ist, was ich da sage, aber es ärgert mich jedes Mal, wenn diese Diskussion so reflektorisch auftaucht und bei Böhmermann, also hey Jungs, also zu sagen, Erdogan ist ein Ziegenficker, ist einfach nicht gut. Und mir wäre lieber, er wäre Ziegenficker und sonst nichts anderes. Verstehst? Also, weil das ist nicht der Punkt, dass man ihm vorwerfen kann. Erstens mal tue ich das nicht, angeblich. Und was Erdogan macht, was viel schlimmer ist, müsste man aber thematisieren. Und das ist aber eine spezielle Gesetzeslage, die wir gar nicht haben. Weil dass du eigentlich als Bundesregierung, also sprich Merkel, das sanktionieren musst, dass es überhaupt zu diesem Prozess kommt, sowas haben wir nicht. Und es ist natürlich auch schon so, dass diese Geschichte ja nur deswegen so groß geworden ist, weil wir eine gewisse geopolitische Situation haben. Und diese geopolitische Situation heißt einfach, dass wir momentan sehr, sehr lieb sein sollen zur Türkei. Und zwar wirklich ganz lieb. Weil es hier 2 Millionen Geiseln gibt, an der Grenze zu Griechenland. Und wenn die losgelassen sind, dann haben wir wirklich ein Problem alle. Und das wissen die auch. Und deswegen kann man dann auch so wie der türkische Botschafter sagen, ich möchte in einer Ausstellung in Genf, ja, also eine Fotoausstellung in Genf, wo ein Bild dabei ist von einem 14-jährigen Demonstranten, der durch die Polizei in der Türkei zu Tode kam, nach langem Koma, wenn man das thematisiert, dass dann der Botschafter der Türkei in der Schweiz fordert, dass dieses Bild herausgenommen wird. Ja, aus einer
Dann beginnt Zensur, und zwar deswegen, weil wir, also wir heißt jetzt der sogenannte Westen, davon in die Knie gehen. Und das macht das Ganze überhaupt erst. Also ob das Böhmermann-Geschichtl interessant ist wurscht. Sondern was wirklich wichtig ist, ist, was hat das für eine Blase, für eine geopolitische Blase, und nur dadurch ist das zu erklären. Aber das ist ein Unikat. Also so das gab es noch nicht, und das wird, glaube ich, auch jetzt wieder, das bleibt jetzt Mode. Ja, das wäre meine Frage gewesen, ob es für Sie juristische Bedenken gibt, wenn Sie ein Programm schreiben, oder ob Sie vielleicht ethisch-moralische Vorstellungen haben, was Sie in Ihrem Cabaret-Programm thematisieren wollen oder eben nicht. Also gegenüber der Zensur sicher nicht, wenn es sich um Bühne handelt, noch einmal. Und bei der anderen Geschichte im Fernsehen zensuriert ja sowieso der Auftraggeber, wenn überhaupt, wobei das relativ fließend ist. Man kann ja, das ist ja eine rational und juristisch völlig wasserdichte Zensur, dass man sagt, man streicht diese Szene heraus mit dem Kardinal, weil es dadurch eine Gesetzesverletzung gibt. Ne? Da wird ja nicht irgendein politisches System gedeckt, sondern einfach, ich sage mal, Feigheit. Ne? Man sagt, man will sich diesen Konflikt als ORF nicht antun. Das gab ja auch andere Zeiten, wo das überhaupt nicht so war. Das wurde Ulf unter dem vielgescholtenen Bacher sehr wohl in diese Konflikte hineingegangen ist, ne? In diese gesellschaftlichen Konflikte. Und was die politische Korrektheit betrifft, muss man fragen, was ist politisch korrekt? Was ist die politische Korrektheit? Und mittlerweile ist das ja schon längst eine Parodie geworden. Und daher ist es fast Pflicht, die politische Korrektheit zum Thema zu machen, als Satiriker, weil das hier eine überbordende, überwuchernde Geschichte ist, die mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Und worin liegt für Sie der Reiz, sich immer wieder mit politischen Themen, Personen und Situationen zu beschäftigen über die Jahre hinweg? Also erst einmal, in den letzten Programmen, die ich mache, kommt die Politik fast nicht mehr vor, die Tagespolitik. Also die Show war natürlich darauf eingerichtet, dass es eine aktuelle Geschichte ist, eine wochenaktuelle Geschichte, und daher war die Anforderung, auch die politischen Ereignisse, die politischen Parteien, die Repräsentanten zu zeigen und zu thematisieren. Das hat einen gewissen sportlichen Reiz, ja, das gebe ich zu. Und also, plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, natürlich hat dieses schnelle, aktuelle, ständig reagierende, wo du sagst, 5 Minuten vor der Show lese ich noch den Teletext, und das baue ich ein, das hat was, Sie sind ja auch ein Bub wie ich, also das ist sportlich, ne? Und das fasziniert dann irgendwo. Aber irgendwann ist es vorbei mit der Sportlichkeit, und irgendwann denkt man sich, wieso soll ich eigentlich dem hinterher haspeln, was in jeder Internetseite schon vorher geschrieben worden ist, ja? Oder schon 3-mal behandelt worden ist. Sondern ich glaube, die Qualität dessen, was wir auf der Bühne machen, muss eben eine ganz andere sein, nämlich, wo man sagt, man erzählt etwas, das ist in einem Jahr genauso gültig ist, und jeder kann aber damit, und jede kann damit was anfangen. Und nicht dieses eigentlich so arbeiten wie Journalisten mit ein bisschen Witz. Ne? Das ist dürftig. Aber natürlich, eine Zeit lang und da kommen wir wieder zu dem Thema, natürlich ist es witzig, wenn Sie sich auf die Bühne stellen und über einen uns allen bekannten Politiker einen Scherz machen und alle lachen. Das hat schon ein bisschen Sex, ja? Aber es ist nicht abendfüllend. In letzter Zeit kommt man vor, in Österreich geht das politische Kabarett, das, was man halt so nennt, zurück. Ich glaube, dass die Zahl jener, die diese Themen gar nicht mehr interessieren, größer geworden ist. Das heißt, das Publikum will das einfach auch nicht mehr hören. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein Indikator ist für Verdrossenheit. Oder von Unterforderung. Weil wenn wir nach Deutschland schauen, da gibt es ja sehr viele politische Kabarettisten im engeren Sinn. Ne? Also ein politisches Kabarett heißt dort, ich mache Witze über Parteien. Und die spielen eigentlich vor Menschen 60 plus.
Das ist eine halbgeriatrische Veranstaltung. Und die jungen Menschen schauen, informieren sich sowieso ganz woanders oder gehen Poetry Slam schauen, was ich für eine super Sache halte übrigens. Und das heißt, man ist sozusagen der Prediger der Methusalems mit Witzen über CDU. Und das halte ich für wahnsinnig unspannend mittlerweile. Und dass es bei uns zurückgeht, dieses politische Kabarett im engeren Sinn, finde ich sehr, sehr tröstlich. Sie haben vorher von einer armseligen Medienlandschaft gesprochen. Haben wir uns die erarbeitet oder haben wir die verdient? Fangfrage, oder? Aber eine super Frage. Wissen Sie warum? Weil es mich immer schon interessiert hat und es auch niemand versteht, der von draußen reinkommt, warum ein Land mit einer derartigen Literaturszene, mit einer derartigen Kunstszene eine derart erbärmliche Zeitungslandschaft hat. Also, dass man da sagt, das schaukelt sich sozusagen nicht gegenseitig hoch, sondern ist eine Geschichte, wo man fast den Eindruck haben könnte, die Österreicherinnen und Österreicher sind nicht interessiert. Weil selbst in einem Land wie der Schweiz gibt es die Zürcher, ja, oder also nicht einmal eine Zeitung, die man sagen kann, die kommt ein bisschen zur Süddeutschen hin. Wurscht jetzt, wo man den Inhalt gutiert oder nicht gutiert. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass wir dieses Bedürfnis nicht haben. Ja? Oder dass eine Qualitätszeitung, so wie die Zeit, die Österreicher Aufgabe der Zeit, das ist natürlich ein wahnsinniges Spartenprogramm. Ne? Also das heißt, da kennt man die Leser schon persönlich. Ne? Und also nicht, dass ich sage, das ist schlecht, dass es das gibt, aber es gibt offensichtlich keine Interessenslage, die über gewisse Breite hinausgeht. Und da ist die Frage, wo informieren sich die Leute dann? Oder ist es in einer oder wie groß ist das tatsächliche Misstrauen? Sie wissen ja, dass ihr das wieder hochgeschaukelt habt. Es gab ja immer Umfragen, schon in den 80er Jahren. Was für Image hat jener Beruf? Und die Journalisten waren immer ganz knapp vor den Prostituierten. Also das war immer eine Geschichte, Und Sportler immer bei uns ganz oben. Ne? Das heißt, wahrscheinlich, wenn der Hirscher sagen würde, nehmt Flüchtlinge auf, der Marcel Hirscher, machen die Leute es dann. Ne? Vermehrt. Und ich glaube, dass wir da eine andere Wertigkeit haben im Sinne der Instanzen. Nicht, dass ich das so grundsätzlich schlecht finde, weil dieser Satz, naja, da habe ich im Spiegel gelesen, wissen Sie, den halte ich auch für sehr problematisch, weil das ist ja eigentlich wie eine Predigt. Also es gibt das Bedürfnis nicht nach einer Zeitung, weil die Bildung nicht vorhanden ist, weil Bildung kein Wert ist und weil die Bildungsvoraussetzungen deshalb nicht vorhanden sind oder immer weniger vorhanden sind? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man stundenlang sprechen könnte. In Wirklichkeit glaube ich so, dass man den Bildungsbegriff, der sich ja gewandelt hat. Also ich bin ja sozialisiert worden in einer Zeit, Beginn der 70er Jahre, wo Bildung einfach wahnsinnig toll war. Das war eine ganz tolle Sache. Es war jetzt nicht schändlich, was zu wissen. Es war nicht uncool, was zu lernen, sondern es war einfach geil. Und irgendwo hat sich das jetzt gewandelt im Sinne, also ich meine, auf der Uni, soweit ich das beurteilen kann, hat sich also ein großer Formalismus breit gemacht, wo man sagt, das ist eigentlich wichtiger, dass ich richtig zitiere, als das, was ich schreibe. Ja, und auch, halte ich für auch Kompetenzfetischismus. Ja. Formalismus und Kompetenzfetischismus. Ja, und über Konstruktion von einer Geschichte, die eigentlich, also warum ich da bin, wir sind in Klagenfurt ein Seminar gehabt und da war ich. Und ich habe gelesen Theatergeschichte und Satiregeschichte. Und nach dem ersten Tag habe ich gesagt, ich könnte morgen das oder das machen, was wollt's. Und dann haben mich 20 Augenpaare angeschaut und haben geglaubt, ich stehe unter Drogen oder so. Und ich sagte, nein, Freunde, ich frage euch jetzt, was glaubt ihr, dass euch morgen eher interessiert? Und es war klar,
die Leute haben diese Frage noch nie gehört. Und ich halte das aber, also ich meine, ich tue mir leicht, ich bin ja kein Unterrichtender in Wirklichkeit, aber wenn ich schon auf der Uni bin, dann geht es mir eigentlich nur darum, die Leute anzuzünden. Ja? Also anzuzünden im, nein. Also mit meiner Begeisterung anzuzünden. Ja? Bevor da irgendwie so falsch gelacht wird, dann falsch. Und alles, und vielleicht ist es auch so, aber das ist, ich quatsche jetzt einfach nur ins Leere. Ja? Die Bildung hat den Stellenwert verloren. Ja? So dass man sagt, das ist eine wirklich gute Sache. Wenn die Bildung den Stellenwert verliert, nimmt die Mündigkeit ab. Wenn die Mündigkeit abnimmt, kann die Politik mehr machen, was sie will, weil es auch dann eine Interesselosigkeit, so eine Nonchalance plötzlich gibt für wichtige Themen. Dann entsteht das Gefühl, wir können eh nichts machen, weil die da oben machen sowieso, was sie glauben. Das heißt, das ist eine Demokratiespirale, die wir jetzt durchleben, die eigentlich die Demokratie ad absurdum führt. Und die Bildung hätte hier eine ganz entscheidende Rolle, die sie nicht wahrnimmt, deswegen, weil seit Jahrzehnten schon Bildungspolitiker am Werk sind, die gar keine Ahnung haben von der Materie. Die einfach nur doof sind und die Bildung zu einem ideologischen Handwerk machen, als Werkzeug machen. Und Bildung ist aber kein ideologisches Werkzeug, sondern einfach die Grundnahrung jeder Bevölkerung. Und das ist natürlich ein sehr, sehr antiquierter Standpunkt, den ich hier vertrete, aber diese Überzeugung bin ich. Und wir wollen daran festhalten, ein gutes Schlusswort. So ziehen wir von dannen, angezündet hoffentlich alle, so wie ich. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.